Ist ein Preisschock, den Deutschland gerade erlebt. Die Sorge von Millionen Menschen, dass unser Alltag einfach nicht mehr bezahlbar ist. Und doch gibt es immer mehr Politiker und jetzt auch Journalisten, die sich darüber freuen. Die sagen, genau richtig, wenn ihr es euch nicht mehr leisten könnt, dann verbraucht halt einfach weniger. So zum Beispiel klang es am Abend im Kommentar bei den ARD-Tagesthemen. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie? So lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern. Achtsames Heizen, weniger Energiefresser im Haushalt, keine Kurzstreckenflüge, aber auch zum Beispiel Stahl moderner herstellen oder Aluminium. Und wollten wir das nicht sowieso? Nur dass jetzt die Märkte das Tempo diktieren und nicht mehr unsere viel zu zaghafte Politik. Müssen wir uns noch mal ganz kurz anhören. Also einen Satz im Besonderen müssen wir uns hier, glaube ich, noch mal anhören. Das war der Tagesthemenkommentar vom gestrigen Abend. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie? So lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern. Achtsames Heizen, weniger Energiefresser im Haushalt, keine Kurse. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Gehört. Jetzt haben wir es wirklich gehört. Er ist da, der Preisschock, zu uns ins Studio nochmal gekommen. Ralf Schuler, Chef des Bild-Parlamentsbüros. Also er ist da, der Preisschock, und gut so. Ja, ich freue mich. Also das ist, wir sollten dankbar sein, dass wir gezwungen werden. Das ist eigentlich eine etwas seltene Haltung im politischen Betrieb. Es klingt so ein bisschen wie politische Sadomaso. Zwing mich, dass ich besser werde. Nein, im Ernst, der Preisschock ist natürlich da. Das hat verschiedene Gründe. Einmal Lieferengpässe bei Chips, dann das OPEC-Kartell, was weiterhin die Preise für Öl und dementsprechend Energie hochhält. Und wir können von der Zentralbank her nicht gegensteuern. Nur sich dafür zu bedanken, dass jetzt alles teuer wird, das ist schon sehr, sehr zynisch und abgehoben. Gerade für diejenigen, die froh sind, wenn sie mit einer schwarzen Null am Monatsende auf dem Girokonto rausgehen. Lass uns mal darüber sprechen, wie eng es für viele wird und wen das vor allem alles betrifft. Also ganz konkret, Ralf, was wird teurer und bei wem tut das dann besonders weh im Geldbeutel? Ja, wir haben es schon angesprochen, Energie ist vor allem betroffen. Also Benzin haben wir gerade große Höchststände. Für alle Pendler ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Erfahrungsgemäß wird die Pendlerpauschale dann irgendwann angehoben, aber sehr viel später, auch erst ab 22 Kilometer. Es kann einfach nicht jeder ausweichen auf öffentliche. Dann haben wir eine ganze Reihe von Consumer-Produkten, wie das in der Warensprache so schön heißt, also Unterhaltungselektronik, Küchenelektronik und Ähnliches. Das ist jetzt nicht zwingend, dass man sich permanent neue Sachen kaufen muss, aber hin und wieder muss es manchmal sein. Und wenn eine Waschmaschine kaputt ist oder ein Kühlschrank, muss man es halt auch ersetzen. Und das andere sind halt eben auch Lebensmittel, weil auch dort die Ressourcen knapp werden und die Preise steigen. Und wir haben im Augenblick ein Inflationsfenster von etwa 4%. Früher hat die Europäische Zentralbank 2% als Ziel angepeilt. Und so schnell mit Tariferhöhungen nachführen kann eine Volkswirtschaft dann auch nicht. Ja, und Entlastungen auch erstmal nicht in Aussicht. Schon gar nicht eine Regierung in Aussicht, die sich um diese Probleme aktuell kümmern das kann. Stimmt. Also Inflation Richtung 5%. Mhm. Und vor allen Dingen merken wir es ja beim Spritpreis so krass im Moment. Mittlerweile an einigen Tankstellen der Liter Benzin schon über 2 Liter. Und gerade haben wir es im Tagesthemenkommentar schon gesehen. Es gibt immer mehr, die sagen, ist doch gut so, ist doch genau das, was wir wollten. Und auch die SPD-Politikerin, frühe Justizministerin Katharina Barley, heute in Europa unterwegs, hat diesen Satz bei den Kollegen von Hart aber fair, bei Frank Plasberg gesagt. Die Kilowattstunde, die am billigsten ist, ist die, die man nicht verbraucht. Also wenn man zum Beispiel sich neue Fenster hat einbauen lassen oder gedämmt hat. Also jetzt nicht einfach wird alles gefördert, genau. Also weniger verbraucht. Dann kommt man voll in den Genuss. Dann kann man sogar sagen, hey, jede Stunde, die jetzt teurer ist, habe ich mehr gespart. Also das ist die Haltung von vielen Politikern aktuell, die sagen, genau das wollten wir doch. Und jetzt, wenn es euer Problem ist, dass ihr es euch nicht leisten könnt, Ralf, dann verbraucht doch einfach weniger. Absolut. Und wenn es kein Brot gibt, kann man Kuchen essen. Also die Sozialdemokratie an der Seite zu haben, da hat man aber echt einen Fund. Ich meine, da spricht wirklich eine Blinde von der Farbe. Wenn man sich Fenster neu einbauen lässt, dann zahlt man im 10.000er-Euro-Bereich, wenn einem das Haus denn selbst gehört. Als Mieter kann man es ja nicht. Und man hat bei aller Förderung natürlich trotzdem immer noch einen gewaltigen Brocken, den man zahlen muss. Die Idee dahinter,
Man kauft sich effizientere Geräte, mit denen spart man dann so viel, dass man die Preissteigerung wieder auffängt. Die funktioniert ja nicht. Das hat schon die Mineralölsteuer gezeigt, das hat die Ökosteuer gezeigt. Immer die Idee, ich kaufe mir einen Kühlschrank mit der Klasse A++++, der würde dann so viel sparen, dass ich den Mehrpreis und die steigenden Energiepreise wieder reinkriege. Der funktioniert in der Praxis nicht, weil die Ersparnis einfach viel zu gering ist im Vergleich zu dem, was die Energiepreise klettern. Was könnte die Politik denn ganz konkret tun, um die zu entlasten, die es am dringendsten brauchen? Also Rentnerinnen und Rentner, Pendler, Geringverdiener. Gibt es da Vorschläge? Also man kann natürlich den Mindestlohn erhöhen. Man kann auch also nicht politisch erhöhen, sondern der wird ohnehin angepasst, bleibt trotzdem auf dem untersten Level. Man kann die Geringfügigkeitsgrenzen anheben, man kann Steuerfreibeträge setzen. Und bei den Renten gibt es natürlich im kommenden Jahr ohnehin auch einen automatischen Ausgleich. Also das Absacken der Renten ist nach unten hin gedeckelt und nach oben können Rentner was drauf. Das sind also die Gruppen, die am wenigsten davon betroffen sind, auch wenn die Zeit bis dahin natürlich noch länger ist. Schwieriger ist es bei normalen Erwerbstätigen. Die müssten über Tarifabschlüsse mehr Geld fordern. Das ist so schnell nicht zu machen. Auch bei länger laufenden Tarifabschlüssen ist das schwierig. Und ansonsten hat die Politik einfach das Problem, dass wenn sie Abgaben senkt, um Preise zu drücken, dass dann meistens die Unternehmen ganz schnell mit ihren Preisen hochgehen und das ausgleichen, sodass man nicht wirklich eine Ersparnis hat. Aber die Politik scheint seltsam entspannt noch zu sein, angesichts der Ängste, angesichts der Sorgen von Millionen Deutschen, dass der Alltag eben nicht mehr bezahlbar ist. Der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat aktuell das hier gesagt zur Inflationsangst in Deutschland. Er hält diese Angst offenbar überhaupt nicht für berechtigt. Er sagt aktuell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass wir Deutsche uns angesichts unserer Geschichte besondere Sorgen um Inflation machen. Das ist verständlich. Aktuell begründet sind diese Sorgen nicht, sagt Norbert Walter-Borjans. Also, wir liegen irgendwie falsch, oder? Wir haben einen Höchststand seit 1993 in der Inflation, aber für Borjans ist das, naja. Gut, das ist jetzt auch mal wieder sozialdemokratische Empathie pur. Erklärt das sozusagen zu einer historischen Marotte mit Blick auf die 20er Jahre. Oma und Opa hatten damals noch ihre Sparstrümpfe und über Nacht war das nur noch Pfennige wert. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das Bittere daran ist, wenn man sich jetzt die Koalitionsverhandlungen anguckt, da gibt es große Einigkeit in der Freigabe von Cannabis. Das ist sehr schön, aber die wirklichen Alltagsprobleme, die wirklich Millionen betreffen, die sind da einfach nicht im Blick. Und solche Äußerungen kommen natürlich bei Frau Barley genauso wie bei Herrn Borjans von Leuten, die die Fahrbereitschaft des Bundestages in Anspruch nehmen können, die ihre Pensionen nach langem politischen Leben völlig korrekt, legal und zu Recht gesichert haben. Und da auch dann Anpassungen bekommen, wenn die Preise steigen. Das ist aber geradezu zynisch, wenn man das den kleinen Leuten auf der Straße erzählt. Wir wollen darüber gleich auch sprechen mit dem noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der ja kurz vor der Wahl angekündigt hat, die Spritpreisbremse zu treten, wenn der Spritpreis über die 2 Liter rüberrutscht. Jetzt haben wir das an einigen Tankstellen schon. Mal gucken, was er gleich hier sagen wird bei Bild Live. Vorher wollen wir noch einmal hören, was Sie auf der Straße aktuell sagen zur eigenen Inflationsangst und zum offenbaren Schulterzucken der Politik aktuell. Unser Kollege Michael Engelberg hat sie umgehört in Bochum. Die verarschen uns erstens, den kleinen Mann, und sie sehen zu, dass ihr Portemonnaie voll wird. Die Kosten explodieren und es wird einfach nichts gemacht auf der anderen Seite. Es werden Atomkraftwerke abgeschaltet, obwohl die erneuerbaren Energien halt überhaupt nicht in dem gleichen Maße ausgebaut werden. Und wir importieren immer mehr Energie, die wir dann teuer bezahlen müssen. Und das merke ich am Ende auch in meinem Portemonnaie. Ja, was sich im Moment abspielt, aber man weiß nicht, was oben und unten ist, sagen wir mal so. Das Einzige, was passiert ist, die Kosten sind in den letzten Jahren um 200% gestiegen. Was will man da sparen? Da muss man immer nur drauflegen. Jetzt habe ich hier ein paar Blümchen da, da bin ich 10, 15 Euro los. Ne? Das ist Wahnsinn, was da im Moment passiert. Ne? Ist das auch bei diesen Produkten gestiegen? Ja, was ich im Korb habe, ja. Das, also Äpfel kosten einen Apfel 50 Cent, wenn man es umrechnet, ist das eine Mark. Und der Anna ist auch nicht doof. Was denken Sie also, so geht es Ihnen dort, den Menschen zum Beispiel in Bochum, mit diesem Preisschock. Alles wird teurer, alles ist bereits schon teurer und es droht uns auch noch ein Winter, wo alles noch teurer wird und die Politik
schaut derzeit einfach dabei zu. Ich habe jemanden, der jemand ist, weil sie deutlich ruhiger geworden ist. Aber ich war schon.